So, hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und wie man sieht, ich bin immer noch im Knast. So ein Mist. Tor! Ach, doch nicht. Aber jetzt, Schuss, komm. Hey, gibt's doch gar nicht. Ah, neuer Ball. Und Schuss. Ah, Mist, am Tor vorbeigeballert. Ja, wieder ran drüber, gut. Wie gesagt, wenn man sich ausloggt in Argage, dann ist man immer noch im Knast drin, weil der Timer natürlich nicht weiterläuft. Das seht ihr jetzt hier wunderbar. Und es gibt auch einen Weg hier auszubrechen und das hat irgendwas mit den Ratten hier oben zu tun, aber ich weiß nicht mehr genau. Ah, Moment, jetzt haben wir hier was. Ne, da bekomme ich eine Fehlermeldung, da braucht man anscheinend irgendein bestimmtes Item dafür. Ja, hier muss man wohl ein bisschen knobeln. Die Frage ist jetzt die, werde ich das in den wenigen Minuten, die ich noch im Knast bin, also diese 6 Minuten noch was, schaffen? Oder muss ich mich nochmal killen lassen, weil wie ihr seht, ich habe ja immer noch einen Verbrechensdebuff drauf. Ist übrigens ein sehr guter Trick, wenn ihr Leute habt, die euch auf den Sack gehen und euch was klauen. Hebt ihre Fußspuren auf, bis ihr den Verbrechensdebuff bekommen, knallt sie raus und wenn sie im Knast gelandet sind, dann hebt die restlichen Fußspuren von ihnen auf, bis sie wieder über 50 kommen. Ah! Da ist es ja auch. Hier darf man jetzt seine Strafarbeit verrichten. Das kostet Arbeitskraft im Übrigen. Nämlich 1 Arbeitskraft pro Anwendung. Man bekommt natürlich auch Erfahrungspunkte dafür, interessanterweise. Ja, wieder mal in den Inventar sortieren. Ja, ein Pünktchen jemals. Und man hat hier die Chance, beim Buddeln im Dreck was zu bekommen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das kriegen oder auch nicht. Ich buddel jetzt halt mal ein bisschen. Genug Arbeitskraft haben wir ja heute. Auch wenn ich so viel gestern verballert habe für diese furchtbaren Bäume, wie wir ja gesehen haben. Ich habe auch Post. Ich habe 9 Briefe, die auf mich warten im Briefkasten. Hoffentlich ist keiner davon eine Rechnung für irgendwas, was ich jetzt noch bezahlen muss. Ne, ich glaube, die Miete wurde ja jetzt erst gezahlt, als ich zurückkam aus dem Urlaub. Das werden wir alles sehen. Ja, den bösen Dirty, den habe ich jetzt immer noch nicht zu fassen bekommen. Eines Tages werde ich ihn mir holen, das garantiere ich euch. Und dann wird er auch mal hier sprechen müssen. Also irgendwie farme ich hier gar nichts. Das Einzige, was ich hier farme, ist EP. 44 EP für eine Arbeitskraft, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Oh je, hoffentlich gibt es hier was. Vorne ist ein Gefangener, aber das ist alles nicht so. Also auf der Westseite ist es eben so, dass man da diesen Löffel bekommen kann. Das habt ihr ja schon gesehen in meinen alten Let's Plays, auch aus der CBD5 noch, als ich das Gefängnissystem ja näher erklärt habe. Da hat sich nichts geändert. Ich frage mich nur, weil... was haben wir denn hier? Einen Schlüssel, meine Damen und Herren. Den habe ich jetzt gerade bekommen. Und mit diesem Schlüssel wird es mir jetzt vermutlich möglich sein, irgendwas hier aufzumachen. Ich glaube sogar... Ich weiß sogar, was es ist, glaube ich. Haben wir hier... Genau, hier haben wir die Tür zum Wachhaus. Der Turm, den wir beim letzten Mal hochgelaufen sind, erinnert euch ja, ne? So, und mit dem Schlüssel geht der auf. Und jetzt haben wir hier Kisten. Und hier ist mein Fallschirm in die Freiheit, anscheinend. Wir probieren das Ganze jetzt mal. Das heißt, ich werde jetzt nochmal... Ja, mehr kann ich hier nicht looten. Da habe ich keine Chance mehr, nein. So, das heißt, ich... Jetzt sagt bitte nicht, ich habe mich eingesperrt. Leute, sagt jetzt bitte nicht, ich habe mich hier eingesperrt. Oh, nee. Nein! Ah, und seht ihr, so funktioniert es dann auch. Jetzt habe ich hier diesen... Ja, aber das nützt mir alles nichts mehr, meine Damen und Herren. Ich komme hier nicht mehr. Doch! Lalalala. Manchmal muss man auch halt mal hier gucken, wo man hochgehen kann. Subi. Also, ich kletter jetzt hier hoch und werde jetzt meinen heroischen Ausbruch aus diesem Gefängnis planen. Das Rattentöten war anscheinend noch in der CBT4 oder vielleicht in der CBT5 auch noch drin. Mittlerweile buddelt man anscheinend danach. Okay. Naja, da muss man jetzt quasi jetzt immer geschickt sich drehen dabei. Und dann kann ich jetzt bald wieder den Duft der Freiheit atmen. Auf nach oben, Liesel. Auf geht's. Und hier oben sind noch mehr Kisten. Ja, aber da sind auch nur diese... Oh, fast wieder runtergefallen. So, und jetzt geht's nach oben. Tja, meine Lieben, ne? Da kann ich nur eins sagen. Freiheit! Geliebte Freiheit, ich komme. Oh, ich kann das Ding nicht mal steuern. Verdammt! Oh, oh. Wäre ich doch lieber in Richtung Fessler. Jawohl!
Und ich habe es geschafft. Und hier ist auch gleich ein Questgeber. Mal gucken, was der von mir will. Wahrscheinlich mal mein Helfer in der Not. Okay. Ah ja, eine Quest, bei der ich da runter muss anscheinend. Okay, dann werde ich das mal tun. Tja, und so sieht der Knast von außen aus. Ich glaube, ich wage mich jetzt mal nicht in Nähe dieser Wachen, die jetzt da vorne stehen. Bin ja froh, dass ich es jetzt hier rausgeschafft habe. Ja, und ich denke mal, die 1,5 Minuten, die kann ich jetzt hier eigentlich auch noch abwarten, ne? Ich habe jetzt festgestellt bei meinen News heute zum Montag, also diese Folge wird am Montag aufgenommen, dass ja wieder Castle Sieges am Wochenende waren und es hat sich einiges geändert. Hermes hat anscheinend seine Burg verloren, wie ich gesehen habe. Die Knights of the King haben ihre Burg verloren und anscheinend Topping of the Cream ebenso. Also irgendwie, mir wurde das so erklärt von Sweet, dass der Ostkontinent sich wohl zu, dass da mehrere Gilden sich quasi halb aufgelöst hätten. Es gab ja Server-Transfers auf die besser besuchteren Server 1, 3, 5 und so weiter und so fort von dem Server weg. Also ein hoher Mitgliederverlust, das heißt, viele der Ostkontinent-Gilden haben sich aufgelöst und haben sich dann in einer großen Ostkontinent-Gilde zusammengefasst, die dann auch noch andere Gilden supportet hat und der Ostkontinent hat sich jetzt nach und nach Gebiete zurückerobert, wie zum Beispiel das von Hermes und das von Knights of the King. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, muss ich sagen. Da muss ich mich auch noch ein bisschen näher einlesen. Wie gesagt, für die 2 Wochen, die ich nicht hier war, ist wirklich einiges, ja, sehr, sehr einiges passiert. Und diese ganze Honiggeschichte, die ist sogar auch nicht so leicht, wie ich das gedacht habe ursprünglich. Da braucht man wirklich Mats und Sachen dafür. Wer pinkt mich hier an? Wer pinkt mich hier an? Ah, Melancholy, okay. Melancholy im Übrigen, ein neuer Redakteur bei ArcageOnline.de. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genauso wie Narbenklinge, der auch neu eingestellt wurde. Wie gesagt, kaum, man muss den Laden halt mal verlassen, dann geht halt auch endlich mal was, ne? Ja, aber wie gesagt, ich schreibe ja weiterhin meine Neues aus Dingstar, Neues aus Boomstar, Neues aus China. Das werde ich weiterhin natürlich alles machen. So, meine Zeit hier hat sich dem Ende zugeneigt und ich werde jetzt weggepottet. Das ist immer so, wenn man im Knast seine Strafe abgesessen hat und ich werde jetzt quasi vor die Stadt hier gesetzt. Immer noch mit Crime Points, weil wie gesagt, der gute Dirty noch mehr aufgelesen hat von meinen Fußspuren, als ich bereits im Gefängnis war. Nicht nett. Aber schön, dass ich jetzt zeigen konnte, wie man jetzt aus dem Knast ausbricht. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder hier frei rumlaufen, ohne von Wachen angegriffen zu werden, ohne irgendwas befürchten zu müssen. Ich habe hier auch noch diverse Quests, wie ich sehe. Da kann man jetzt einmal hin, eine 0 von 1 dahin. Dann haben wir noch die Quest Nummer 3, die ich ja gerade eben erst angenommen habe. Und ich muss mich ja auch noch um meine Birken kümmern, weil die Honigzucht mit Liesel steht ja jetzt an als nächstes Thema, was ich mir jetzt so ausgesucht habe. Ja, das hier sind die Dailies, wie man sieht. Die Dailies habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt und ich glaube, das ist diese Daily, wo man was reinwerfen muss. Deswegen könnte ich die eigentlich jetzt mal... Ja, das ist diese Daily, die gebe ich jetzt einfach mal auf. Wie gesagt, keine Panik, diese Daily taucht dann wieder auf, wenn ich sie hier wieder annehmen würde. Die Dailies habe ich ja bereits erklärt. Da müsst ihr mal ein paar Folgen zurückspulen, wenn ihr erst neu dabei seid. Aber ich denke mal, die meisten, die hier mit dran sind, die haben sicherlich Let's Play Arcade jetzt von Anfang an schon geguckt. Und von daher wisst ihr ja Bescheid, in welcher Folge das dran kam, das Thema. Ich habe euch ja vor einigen Folgen gefragt, bevor ich in Urlaub gegangen bin, falls ihr das noch wisst, ob euch was auffällt an meinem Let's Play. Am Inhalt, an der Form, an dem, was außerhalb des Let's Plays passiert. Und bis jetzt hat noch keiner die richtige Antwort drauf gegeben. Ich habe ja dieses alte Video immer mal wieder angeguckt. Das läuft weiterhin. Es hat sich nichts an dieser Veränderung geändert. Okay, das hört sich auch witzig an. Lol, was ist das hier? Es hat sich nichts weiter an dieser Veränderung geändert, also diese Veränderung ist immer noch da. Und ich stelle weiterhin die Preisfrage, was ist anders an Let's Play Arcage im deutschen Videomagazin? Was fällt euch auf? Beobachtet am besten wieder mal den Stream ein bisschen genauer oder auch wie, oder halt eben auch die Moderation und oder was ich hier halt so abspiele, die vielleicht auch die Spielinhalte wie die UI. Keine Ahnung, wird man sehen müssen, ne? So, und Sweet sagt, Divergence Online Alpha Client läuft noch und das um 2 Uhr nachmittags, mein lieber Scholli, ey. Naja, das habe ich jetzt, wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht mehr so aufreiben. Ich hätte heute Nacht um 3 Uhr die Chance gehabt, bei der Divergence Alpha mit einzusteigen, aber nee. Ich habe mich jetzt so ruiniert mit dem guten Arcage. So, jetzt bin ich erstmal hier hingegangen. Ja, hier kann ich Crime-Punkte abbauen. 20 Crime-Punkte, 10 Kupfer Belohnung. Das ist jetzt die Quest, mit der man Crime-Punkte abbauen kann. Und ich glaube, mit der Quest kann man auch 20 Crime-Punkte abbauen. Die nehmen wir jetzt mal beide an. Dann kann ich euch mal diese beiden Quests im Detail zeigen. Einmal eine 0 von 15 und einmal eine 0 von 3. Gut, würde sagen, machen wir erstmal hier die 0 von 3 dann oben. Also wie gesagt, bleibt aufmerksam, passt gut auf und wenn euch was auffällt, dann sagt Bescheid.
Ich freue mich auf den, der es zuerst rausbekommt. Preise habe ich im Moment leider keine zu vergeben. Die nächsten Preise, das, ja, wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. Kommt aber bestimmt, weil ich glaube, die Viewerzahlen haben sich ja auch sehr stark erhöht. Bei mir zumindest die Abonnentenzahlen. Und ja, es ist davon auszugehen, dass ich jetzt wohl bald wieder ein kleines Jubiläum feiern kann. Ich habe ja angekündigt bei 2500. Okay, das ist noch ein etwas weiterer Weg. Aber ich denke mal, Arcage wird jetzt nicht mehr lange unbekannt bleiben in unseren Breitengraden. Der gute Elra hat ja geschrieben, als ich im Urlaub war, dass es noch ein paar Wochen lang ruhig bleiben wird. Und es dann halt richtig losgeht. Mal gucken, ne? Und dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Let's Play Arcage, deutsches Videomagazin, wenn Arcage bei euren Kumpels irgendwie anschauen kommt oder so. Ich beantworte die meisten Fragen und ich zeige auch ziemlich viel. Und wenn die Zwerge irgendwann rauskommen, dann gibt es auch mal ein großes Special. Das habe ich auch bereits schon meinen Kollegen versprochen bei Arcage Online und auch selbst. Also definitiv, wenn die Zwerge kommen, werde ich mich auch mal an einem Stream versuchen. Dazu muss ich aber eine bessere Internetleitung erstmal finden. So, jetzt habe ich hier eine 5. Ja, was muss ich jetzt hier tun? Ach, ich hätte was hinbringen müssen, glaube ich. Oh fuck, das habe ich verkackt. Und die Quest ist da oben. Aha, okay. Oh, 156 von 50, ey. Also ich müsste... Oh, Leck, sind das viele Fußspuren. Ich glaube, da muss ich echt mal ein bisschen was abbauen. Ansonsten wird die nächste Strafe nämlich nicht so glimpflich ausfallen. Siehe, 15 Minuten oder so. Ich kann den Koreanern ja schlecht begreiflich machen. Hallo, ich bin der Deutsche und ich habe da gar nichts dafür gekonnt. Es ist einfach so passiert. Es kam... Ja, es kam so über mich. Also lassen wir das lieber mal. Also anscheinend muss man dann eine Kiste hochbringen. Dann lassen wir das erstmal aus. Aber echt schon übel. Also wenn ich mir überlege, wie viele Punkte der mir reingedonnert hat, mein lieber Scholli. Echt heftig. Ah, anscheinend geht es hier in die Slums von Oswego Terra bzw. Ostara Port. Ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich heißt in der Übersetzung. Oder sogar in diese Ruinen da oben. Muss ich da was einsammeln? Ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne jetzt hier diese Quests nicht. Auf dem Westkontinent gibt es andere Quests, mit denen man seine Crime-Punkte nach unten bringen kann. Aber finde ich sehr fair. Früher gab es nur 10 Punkte Nachlass, jetzt gibt es 20 auf einmal. Weil man kann ja auch zum Beispiel, nur mal als Beispiel, wenn man Pirat ist, kann man ja auch diese Punkte wieder abbauen. Ah ja, hier vorne ist so ein Ding. Wenn man Pirat ist, kann man diese Punkte ja auch wieder abbauen. Und zwar kann man auch sogar vom Piratenstatus runterkommen. Wenn man es schafft mit seinen Karma-Punkten, das sind die hier unten, diese 222. Wenn man es schafft, mit diesen Punkten wieder auf 0 zu kommen, dann ist man kein Pirat mehr und ist auch wieder im Süden willkommen. Ist natürlich ein bisschen happig gewesen. Mittlerweile braucht man, glaube ich, 21 Tage. Wo man diese, also die Piraten haben auch diese Dailies eben, 21 Tage am Stück diese Dailies, bis man quasi wieder vom Piratenstatus unten ist. Das heißt, für alle, die neugierig sind, 3 Wochen, wie gesagt, ich persönlich finde es ein bisschen schade. Ich dachte immer so, eine Entscheidung zum Piraten sollte eigentlich schon ein bisschen was Endgültiges darstellen oder zumindest, dass der Aufwand halt noch größer ist, wieder zurückzukommen. Aber ja, so ist es halt für die Leute, die mal schnuppern wollen. Und wenn sie dann feststellen, dass die Piraten scheiße und langweilig sind, haben sie halt 21 Tage, bis sie wieder normale Bürger der Gesellschaft sind und sich auch wieder auf den südlichen Kontinenten blicken lassen können, ohne von allen Wachen angegriffen zu werden. So, ist das ätzend. Irgendwelche Erdhaufen einsammeln. Pfah. Na, ich bin ja echt begeistert. Aber es geht relativ fix, ne? Gott sei Dank. Overachieven kann man die bestimmt auch nicht. Ah, und was wir natürlich auch feststellen, ne, jedes Mal graben kostet ein Arbeitskraft. Das heißt, um 20 Crime-Punkte abzubauen, braucht man schon mal alleine 15 Arbeitskraft bei der einen Quest. Also das muss man auch ein bisschen mit einberechnen. Ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, aber gut, Arbeitskraft ist ja quasi auch so eine Währung wie Gold, kann man fast sagen, in diesem Spiel. Muss man sich halt überlegen, ob man Verbrechen begeht oder auch nicht. Ich finde, wie gesagt, das System etwas lasch gelegen, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja eh so ein Hardcore-Zocker, ich finde ja alles etwas lasch in diesem Spiel. Von daher, wie gesagt, man kann sich drüber streiten. Aber da seht ihr jetzt auch mal wirklich, wie man die Punkte abbauen kann, wie die Punkte entstehen. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt bis jetzt im Let's Play. Von daher bestimmt nochmal eine gute Ergänzung gewesen zu allem, was wir bis jetzt gemacht haben. Wie gesagt, wenn dazu Fragen sind, einfach in die Comments unten rein. Ne? Ich schaue zu, dass ich die dann nebenbei noch
bearbeiten kann. Ansonsten, es gibt einen wunderschönen Guide von mir auf ArcageOnline.de, der heißt Schuld und Sühne, und den findet ihr im allgemeinen Diskussionsforum direkt neben dem Klassenalmanach. Da ist er drin, da findet ihr alles zum Thema Piraten, zum Thema Verbrechen und Strafe. Ja, alles, was man halt eben so wissen muss. Also quasi der Guide für böse Buben, kann man letzten Endes auch sagen. Da könnt ihr auch alles nachlesen. Aber wie gesagt, wenn es noch eine kleine Frage ist oder so, schmeißt sie in die Comments. Ich bin natürlich wie immer für euch da. Es folgt bestimmt auch nicht so einfach, ne, wenn man sich überlegt. Jetzt hat man die koreanische Version. Man kann natürlich koreanische Version spielen, ne, auf die eine oder andere Art oder auch in Japan. Japan ist halt eben voll Pay-to-Play. Da muss man ja wirklich für alles bezahlen mit Game Time und Sachen. Also ich kenne eigentlich so gut wie gar keinen, der jetzt noch in Japan spielt momentan. Und dann halt eben, ja, China kann man ein bisschen abwarten. Das wird der Free-to-Play. Bei den Russen kann man sich vielleicht einklinken auf die eine oder andere Weise. Ich glaube, die Russen haben da auch keine Beschränkungen irgendwie. Weiß nicht, ob die jetzt einen IP-Blog oder sowas machen werden. So, jetzt haben wir 20 Punkte abgebaut. Ihr seht jetzt, ich habe 22 Punkte sowohl hier abgebaut und ich habe 20 Punkte auch hier oben abgebaut. Die andere Quest... Ach, da. Jetzt sagt bitte nicht, ich muss da jetzt dreimal hochlaufen. Really? Muss ich da jetzt echt dreimal hoch? Also dann ist ja die Quest echt eine Qual. Das ist ja... Was ist eine Qual? Aber da ist man schon einige Minuten unterwegs, ne? Ich bringe jetzt einfach mal eine nach oben, dann sehen wir auch wenigstens die Funktionsweise der Quest. Ich werde sie danach auf jeden Fall abbrechen, denke ich mal. Da haben wir das auch mal gesehen. Und ich glaube, mein Knast-Outfit soll ich langsam mal ausziehen. Hm, da ist sogar wieder ein Ding zu viel. Seit den ersten Tagen könnt ihr mal gucken, ob ihr welche im Auktionshaus loswerdet, wenn ihr gleich am Anfang im Knast wart. Ich lege jetzt erstmal wieder meine Klamotten an. Heppa, heppa, heppa und heppa. Jetzt sind die auch wieder richtig aneinander geordnet und ich hoffe, ich habe meinen Set-Bonus wieder. Nein, ich habe irgendein falsches Teil irgendwo an. Ja, super. Stufe 11 Stoffhose. Wieso habe ich jetzt die an? War da jetzt der Wunsch der Vater des Gedanken oder ist meine Hose weg? Ne, hier ist sie. Oh, Gott sei Dank. Jawohl, jetzt habe ich wieder alle Teile an. Perfekt. Liesel, jetzt bist du nicht mehr so. Genau, jetzt bist du wieder die klassische Jägerbraut. Ja, wir können natürlich auch hier die Karotte einsetzen, die Karotte am Stiel, ne? Den Skill, den der Esel mit Level 20 bekommt. Immer wieder witzig anzusehen, dadurch wird er eben gleich mal ein bisschen schneller, nämlich, ich glaube, 30%, jawohl, 30% schneller, für eine ganze Minute sogar. Am Anfang war der Buff genauso wie der Geschwindigkeitsbuff für den Traktor etwas kürzer, aber das wäre ja ein Materialverschleiß hoch 10 gewesen und, ja mein Gott, gut, die Karotte ist so oder so jetzt nicht teuer. Ist halt einfach nur nervig, wenn man ständig draufklicken muss, um das neu zu aktivieren, ne? Also ist alles in allem, das ist alles in allem akzeptabel. Das heißt, man geht jetzt quasi hier hin und dann setzt man das ab hier. Na, erstmal vom Esel runter. Dann setzt man ab. Ja, und hat 1 von 3 und auch das kostet Arbeitskraft. Deswegen lasse ich das jetzt lieber an dieser Stelle und breche die Quest ab. Dann lande ich halt im Knast. Ist mir auch egal. Gott will ich so, mag ich sterben, so ich schwach mich zeige. Ne? War ja der Schlachtruf der Tempelritter, glaube ich, damals. Tempelritter, Kreuzzügler, huch. Okay, würde ich sagen, gehen wir zum Röschenhaus und gucken mal, was die Ernte so macht. Wer weiß, Dirty hat ja gemeint, der will sich jetzt bei mir einquartieren. Vielleicht ist er ja wieder da. Hi, der Daus, das ist mir jetzt gerade aufgefallen jetzt beim Porten. Also irgendwie verträgt mein Rechner so die Hitze nicht, habe ich so den komischen Verdacht. Und jetzt hat es mir für eine Minute oder so, oder für eineinhalb Minuten, glaube ich, jetzt das Bild verhagelt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, jetzt geht es natürlich wieder mit Bild weiter. Ich bin zurück am Röschenhaus und kennt ihr das, wenn man im Aufzug steht? Kennt ihr vielleicht dieses eine Horrorvideo da von YouTube da, wo sie die Leute verarschen, wo dieses kleine Kind auf einmal im Aufzug steht, nachdem der Strom ausfällt? So ähnlich geht es mir jetzt hier auch. Schaut euch das mal an. Hier ist Dirty. Und zwar AFK. Das ist übrigens auch neu seit dem letzten Patch hier unter dem Namen und unter der Gilde sieht man jetzt eben dieses Zeichen für AFK Away from Keyboard, also Abwesenheit. Ja, Dirty ist abwesend momentan. Ich glaube, diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Naja.
Natürlich, also man sieht jetzt hier auch klassisch hier, der Magier trägt Schild, ne? Quasi wegen Physical Defense und natürlich um auch Schläge abzuwehren und ähnliches. Ah ja, und er lebt sogar noch. Ich geb dir. Jetzt hat er mich bemerkt, dass ich da bin. Nicht witzig. Ich hasse Dirty's Bild. Der ist so CC-lastig, das gibt's überhaupt nicht, ey. Das ist... Plop. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal in Ruhe weiter, ne? Boah, dieser elende Cheater, ey. Habt ihr das gesehen? Habt ihr vor allem auch seinen Gleiter gesehen? Der hat, glaube ich, diesen Ausschankgleiter, den es da gibt. den Gleiter, den es früher gab für... Ey, guckt euch das an! Schaut euch das an, was der wieder hier gemacht hat. Ich hab ja gelesen, einige haben gesehen und gesagt, Leute, lasst das Holz stehen. Ich habe ja einiges abgehackt. Guckt euch das an! Was Dirty hier gemacht hat, schaut es euch an. Schaut es euch einfach an. Ich glaube, das ist jetzt eine wunderschöne, eine Hommage an den Channel und an mich, aber ich wollte eigentlich jetzt hier meine Birken irgendwie abpacken, ne? Also die müssen auf jeden Fall weg, das hilft alles nichts. Die Birken müssen runter, weil ich bin ja auf der Suche nach grünem Birkenholz, ihr wisst ja. Da brauche ich ein paar für die Honigzucht. Das Problem ist so, Dirty und ich, wir verstehen uns natürlich wieder nicht, ne? Das ist auch wieder das Problem bei der Sache. Er ist Pirat, ich bin kein Pirat. Er ist Westkontinentler. Wenn er Ostkontinentler wäre, würde ich ihn ja noch verstehen, wenigstens, wenn er Pirat wäre. Aber er hat ja leider unsere Sprache nicht gelernt. Deswegen ist er ist jetzt quasi sowas wie mein stummer Butler, mein Begleiter hier, wenn ich mein Let's Play mache, habe ich so den komischen Verdacht. Da hat er sich wohl freiwillig für gemeldet. Weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber er hat ja für einige lustige Einlagen gesorgt, vor allem beim letzten Mal. Mit dem Kampf oder weil er diesen Roten die ganze Zeit verarscht hat, ne? War schon interessant. Mal gucken, wie es da jetzt erleben war. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich beim Hacken... Ihr seht ja, diese Bäume, wie gesagt, 16 Stunden Wachstumszeit, 7 Holz, 6 Holz, 7 Holz, 10 Arbeitskraft... Oh, manchmal nur 5 Holz, wenn es dumm läuft. Schlecht. Dann natürlich die Birkenrinde, von der braucht man 5 Stück für die normale Handelskiste aus White Forest. Und natürlich die Chance auf das grüne Holz, von dem man ein paar braucht, um eben Bienenstöcke, also diese Rohe, diese Imkerei quasi zu bauen. Und davon braucht man nicht gerade wenig, aber jetzt wo ich den Preis im AH gesehen habe, ist es gar nicht mal so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Für einen Gold 50, glaube ich, gibt es da bereits ein grünes Holz. Das ist jetzt einfach mal ein Versuch, um mal zu zeigen, aus wie vielen Bäumen man braucht, um überhaupt mal eins von diesen grünen Dingern zu bekommen, ne? Dirty, mein Schatten, guckt ihn euch an. Unglaublich. So, da bauen wir wieder mal ein paar neue Bäumchen hin. Ich habe ja noch ein paar einstecken. Habe noch ein paar in der Dash, wie man so schön sagt. Noch ein paar Bäumchen habe ich da. Und dann, wie gesagt, nähern wir uns dem Ziel im Karai. Und wenn wir unseren ersten Honig gemacht haben, dann werde ich mal Bären besorgen. Eisbärzucht zum Beispiel mal aufbauen. Mit der Chance auf ein Kampfbett bzw. einen Mount. Das werde ich auf jeden Fall auch hier machen mit Liesel. Und während die Bären wachsen, weil es dauert ja immer seine Zeit. So ein Bär, der braucht ja ein paar Tage. Und auch während dem Honig, während der Zeit, werde ich mal wieder ein bisschen weiter questen, damit auch die Theme-Park-Freunde ein bisschen was vom Spiel noch sehen. Und vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Instanz. Die nächste kommt aber erst mit Level 45. Das nur mal so angefügt. Ach, was hat denn Dirty ja alles aufgebaut? Ist ja total krank. Tja, das schauen wir uns dann alles aus der Nähe an, aber jetzt wird erstmal hier die Ernte eingefahren. Singet und frohlocket, bringt die Ernte heim. Ne, ja, das ist... bringt die Ernte heim, bringt die Ernte heim. Singet und frohlocket, lalalala, so. Ja, die Gamescom nähert sich ja auch. Es gibt ja einiges an Community-Partys. Das sind jetzt auch für euch, liebe Leute, natürlich die heißen Tipps am Rande. Was ich wärmstens empfehlen kann zum Beispiel, ist die Wargaming.net Community Party. Diese hat letztes Jahr 250.000 Euro gekostet. Ging bis in die frühen Morgenstunden. Es war wirklich alles gratis und die haben busseweise auch sehr,
ja, sehr attraktive Frauen auch ankannen lassen zum Beispiel. Es gab einen Shuttle-Service von der Gamescom direkt in den, oh, wie hieß der Club wieder, in den Nachtclub-Erleben, in dem das Ganze stattfand. Dieses Jahr sind sie im Gedankengut in Köln und die Anmeldung kann jeder vornehmen, der einen Wargaming.net-Account besitzt, also World of Tanks, World of Warplanes aktiv spielt oder auch nicht, je nachdem, ne? Der kann sich am Mittwoch, dem 31.07. ab 18 Uhr auf Basis First Come, First Serve für die begehrten Plätze auf der Wargaming.net Party bewerben. Die Wargaming.net Party findet statt am Freitag der Gamescom, startet um 20 Uhr, offizielle Angabe bis 24 Uhr. Ja, diesen hier, die wird eh wieder bis Open End gehen, weil auch die Bar selbst das Gedankengut hat, Open End definitiv auf der Karte stehen. Am Freitag ebenfalls, was auch sehr interessant ist, SWTOR, meine Lieben. Wenn ihr sagt, wir haben so viel Geld für SWTOR ausgegeben, ne? EA BioWare, wir möchten denen mal die Meinung sagen oder wir möchten einfach nur mal auf Kosten des Hauses mal einen saufen gehen. Den kann ich wärmstens empfehlen, bei der SWTOR, bei der Star Wars Cantina Tour mitzumachen, wenn sie in Köln ihre Zwischenstation hält. Da trefft ihr im Übrigen auch uns, also das ist Fakt, da werden wir auf jeden Fall hingehen, also ich bin auf jeden Fall dort auch vor Ort. Die Cantina-Tour mit Getränken, mit Essen, sogar Häppchen sind sogar mit dabei und das Ganze findet in Köln statt. Genauere Daten findet ihr auf Facebook, den genauen Link habe ich jetzt leider auch nicht mehr im Kopf, aber das ist eine Veranstaltung, die von Star Wars The Old Republic erstellt wurde. Ihr solltet sie also entdecken. Die Star Wars The Old Republic Cantina-Tour 2013. Die Station in Europa ist dieses Jahr Köln auf der Gamescom am Freitag. Stadt ist auch hier, glaube ich, 19 Uhr davon. Ja, Robert Space Industries lässt ja auch die Fetzen fliegen. Das ist, glaube ich, am Samstag die Party für Star Citizen. Da waren 1000 Tickets, die rausgegangen sind, allerdings nur für Plätscher. Leute, die für Star Citizen geplätscht haben, durften halt eben teilnehmen daran. Das waren 1000 Tickets, die, glaube ich, im Nu vergriffen waren. Also Robert Space Industries lädt die Leute wirklich da ein. Man kann mit Chris Roberts ein Foto schießen lassen. Wermutstropfen bei dieser Party ist, es gibt nichts umsonst. Keine Getränke, kein Essen. Man muss alles selbst bezahlen in der Location, in der man hinkommt. Das ist, glaube ich, dieser direkt am Bahnhof, der alte Bahnhof Köln oder irgendwie so. Oder alte Lagerhalle, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, aber man zahlt halt selber, man kann sogar noch mehr Geld ausgeben, man kann weitere Pledges holen, man kann Idols da drinnen kaufen. Also Robert Space Industries setzt den Ausverkauf von Schiffen und Trophäen und so weiter fort. Ja, da hat das, seht ihr mal, was Dirty sich heute hat einfallen lassen, ne? Eine sehr gemischte Kultur von Bäumen, ne? Eindeutig. Man kommt jetzt hier quasi auch in einen etwas helleren Bereich. Hier sind, glaube ich, sogar, auch Kirschbäume hat er hier angepflanzt. Guckt euch das an, was der getan hat. Guckt euch, das sind jetzt, ich glaube, jetzt kommen wir an 1000 Bäume, hat Dirty ja, glaube ich, in den Comments auch angekündigt. Oh, liebes Lieschen ist hier, oh, natürlich die Mobs, die darf man nicht vergessen. Oh, Dirty. Und hier sind natürlich noch Hardcore-Bäume, die dürfen auch nicht fehlen. Ich könnte jetzt auch wieder Arbeitskraft raushauen, um mir hier jede Menge Holz zu besorgen. Also, ja, wenn ihr das seht und ihr könnt gerne mal beim Röschenhaus vorbei, wenn ihr in Korea spielt. Hier gibt es, glaube ich, jetzt was ganz, ganz Tolles zu sehen. Ich gehe nochmal von der anderen Seite der Plaza jetzt drüber, damit wir das nochmal sehen können. Genau, also ich finde, oh, Dirty, du spinnst einfach, ey. Dirty, Teil 2. Also sieht wirklich wunderschön aus. Wie gesagt, ich versuche echt mal den guten Dirty mal auch zu einem Interview zu bekommen. Also das ist echt mal, schaut es euch an, ne? Die Mobs schön zwischendrin. Das ist jetzt, wie gesagt, Sandbox, ne? Also das ist ja alles wieder zerstörbar. Das ist jetzt alles hier, da kann man auch schöne Muster draus machen. Hier hat Dirty sogar ein paar Palmen aufgestellt, also richtig regionsgetreu. Hier haben wir, wie gesagt, ich glaube, das sind Kirschbäume. Oh, die sind so wunderschön, wenn die fertig sind, die Kirschbäume. Ich glaube, da hat er wirklich einmal durch das Baumrepertoire durchgekauft. Und ich tauche jetzt mal in diesen Urwald wieder ein. Flaps, sind wir wieder mittendrin, ne? Ja, und hier drin ist es quasi wie eine eigene abgeschottete Welt. Also man kann kaum zum Himmel hochblicken, weil halt die Pflanzen die ganze Zeit im Weg sind. Hier haben wir auch eins der Mankos von Arcage im Übrigen. Wenn man jetzt den Detailreichtum der Blätter sich anguckt aus der Nähe, ist das alles schon ein ziemlicher Texturmatsch. Und das ist auf höheren Auflösungen oder bei höheren Spieleinstellungen genauso. Sie haben jetzt nur nach und nach damit angefangen, das zu verbessern. Ich glaube, beim Wein ist... Schaut euch das alles mal an, das ist einfach nur Wahnsinn, oder? Dieser ganze Wald, jetzt mal in der Ego-Perspektive durch. Also hier kann man auch, glaube ich mal, richtig tolles PvP machen, ne? So richtig Guerilla-Krieg-mäßig hier. Man weiß ja gar nicht, wer wo ist. Außer man hüpft halt mal drüber mit dem Kleider, ansonsten sieht man ja gar nichts. Das ist schon wirklich übel. Also echt toll gemacht, Dirty. Absolutes Lob dafür von mir. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon am Ende der Veranstaltung hier angekommen. Und ich glaube, in der nächsten Folge, ja, wie gesagt, hier haben wir auch eine wunderschöne Bärenzucht. Die Frage ist, was ist denn hier jetzt ein Männchen und was ist hier ein Weibchen? Ich glaub, die sehen doch alle gleich aus, oder? Ich glaube, das Weibchen hat ein anderes, das Männchen hat ein anderes Aha! Hier ist ne. Ich glaube, das sind alles Weibchen hier, oder? Der hat, ja, das sind alles Weibchen. Da ist kein Männchen dabei. Das heißt, das ist eine reine Zucht zur Bärenfell- oder Bärenwolle-Gewinnung, wie auch immer.
Manche Spieler machen auch die Taktik, dass die mittleren beiden Reihen ausgetauscht werden durch 8 neue Welpen und dann die eben dann wachsen gelassen werden. Das ist auch sehr interessant. Aber da kommen wir dann das nächste Mal, oder beziehungsweise wenn es dann um die Bären geht, im Detail genauer drauf zu sprechen. Jetzt erstmal, ihr habt es ja gesehen, ich habe kein einziges grünes Holz bekommen von den 40 Bäumen oder von den 30 Bäumen, die ich jetzt hier gehackt habe. Ich denke mal, ich werde dann den Weg des Einkaufens gehen. Die nächste Episode werde ich dann machen, wenn die meisten Bäume hier fertig sind, anschaubar sind. Ich glaube, es dauert ja noch, das ist ja noch ein Tag, oder? Oh, na, vielleicht mache ich heute sogar noch eine, mal gucken. Ja, ich wollte auf den Testserver, aber auch, ja, ich bin auch immer so beschäftigt. Okay, ich danke euch dann herzlich fürs Zugucken. Danke dem lieben Dirty, ohne dass er es weiß, er ist ja nicht hier im Channel oder so, dafür, dass er mir so fleißig geholfen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Let's Play Arcade, dem deutschen Videomagazin. Ciao, ciao!